Hallo und herzlich willkommen zum Tonisport Newsfeed. Heute geht es um ein neues Produkt aus dem Hause Tonisport MR33. Es ist ein Produkt, welches wir in Zusammenarbeit mit dem RCK-Rennfahrer und Ingenieur Ulrich Dinger entwickelt haben. Viele von euch werden Ulrich bestimmt kennen von Rennen. Ja, es ist eine absolut coole Geschichte, ein super Produkt und ich lege es vor allem jetzt schon mal allen ans Herz, die einen Verein haben, einem Verein angehören, die eine Rennserie organisieren und eben sich auch um technische Abnahmen kümmern. Auch wenn es nur eine Club-Rennserie ist, sobald, ihr kennt das ja, sobald ihr die Gesamtübersetzung von einem RCK checken wollt, ist das immer relativ kompliziert. Man muss entweder das Ritzel sehen, man muss das Ritzel ausbauen und so weiter. Es ist echt, ja, kostet viel Zeit und deshalb wird es auch oftmals bei Rennen gar nicht so konsequent gecheckt und kontrolliert. Aber damit ist jetzt Schluss, denn hier in diesem MR33 Hardcase befindet sich das neue Produkt. Und zwar sprechen wir vom MR33 FDR-Checker. FDR steht für Final Drive Ratio, also Übersetzung. Und so sieht das edle Teil aus. Ein Wahnsinnsprodukt. Und wie man damit die Übersetzung und auch die Drehzahl eines Motors checken kann, das zeige ich euch jetzt im Video. Viel Spaß damit. Ja, wie schon gesagt, ihr bekommt das Gerät im MR33 Hardcase und eben auch mit den Kabeln, die man dazu benötigt. Zuerst einmal ist es wichtig zu sagen, dass es hier ein Sensorkabel gibt. Dieser Sensor wird auf dem Motor nachher platziert beim Testvorgang und der muss einfach hier mit einem ganz normalen Empfängerkabel hier unten ins Gerät eingesteckt werden. Direkt daneben seht ihr diesen Magnetanschluss. Der ist für das Stromkabel. Das ist hochmodern, funktioniert magnetisch, wird also hier einfach dran geheftet. Und dann wird der USB-Stecker eben einfach hier mit einer herkömmlichen Stromquelle verbunden. Und ihr seht, das Gerät geht an und ist ready. Jetzt kann es direkt losgehen. Und im nächsten Schritt sehen wir dann, wie das Gerät die Übersetzung und auch die Motordrehzahl messen kann. Ja, jetzt als erstes, wenn das Gerät bereit ist, ist es wichtig, dass ihr den Sensor auf dem Motor festhaltet. Da gibt es wahrscheinlich je nach Motorgehäuse und Form des Gehäuses an jedem Motor vielleicht eine andere Stelle, wo man den Sensor auflegen muss, damit er dann auch misst. Aber das ist ganz einfach dann rauszufinden. Und jetzt im nächsten Step ist es einfach so, dass ihr praktisch das Gerät dann einfach hier vorne an die Radmutter steckt von dem angetriebenen Rad. Und jetzt muss man einfach nur noch Gas geben und ihr werdet dann gleich sehen, dass ihr dann eben hier die Übersetzung ablesen könnt. Kommt jetzt im nächsten Schritt und dann werdet ihr sehen, wie einfach das ist. Also Sensor auf den Motor und das Gerät hier vorne dran und dann einfach Gas geben. Beim Gas geben muss es natürlich nicht Vollgas sein, da reichen 20, 30, 40% einfach gleichmäßig den Gashebel festhalten. Und dann könnt ihr sehen, was jetzt hier gleich auf dem Display dann passiert. So, hier könnt ihr jetzt sehen, die Übersetzung ist 7,32, 7,33. Das schwankt natürlich jetzt immer so um 0,01, je nach Motordrehzahl. Und das ist genau die Übersetzung, die ich auch im Auto eingebaut habe. Also so sieht das Ganze jetzt aus, wenn man die Übersetzung checkt. Absolut präzise und bis auf die zweite Kommastelle auch wirklich ganz, ganz genau. Absolut perfekt. So, jetzt schauen wir uns noch kurz an, wie man die Drehzahl des Motors sich einfach anzeigen lassen kann. Hier, wo jetzt das Wort Ready steht, seht ihr nachher beim Gasgeben die Drehzahlen und am Ende vom Gasgeben seht ihr im oberen Bereich noch die maximale Drehzahl, die während dieses Vorgangs gemessen wurde. Besonders gut ist es, wenn ihr Regler eingebaut habt mit einem Drehzahllimiter. Da könnt ihr dann halt eben auch checken, ob der Limiter ja, arbeitet, ob er funktioniert und bei welcher Drehzahl er wirklich auch dann den Motor reglementiert. Das seht ihr dann halt, wenn ihr Vollgas haltet. Ihr solltet aber natürlich darauf achten, dass ihr ohne Last am Rad nicht zu lange Vollgas gebt, weil das natürlich auch für den Motor dann nicht super ist. Aber so wird es gemacht. Ihr schaltet einfach nur das Auto an, nehmt wieder den Sensor, legt den auf den Motor drauf und jetzt gebt ihr Gas und schaut hier mal aufs Display drauf. Da könnt ihr das sehen. Da seht ihr dann eben direkt die Drehzahlen. Ja, ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen im Intro. Das Produkt ist wirklich klasse. Es funktioniert absolut
einfach, schnell, zuverlässig. Und ihr habt eben die Option, Drehzahlen zu checken, natürlich dann eben auch Drehzahl-Limiter. Ihr könnt also sehen, ob der Limiter auch das macht, was er soll. Und ihr könnt natürlich die Gesamtübersetzung checken. Das Produkt ist extrem langlebig. Die Komponenten, die verwendet wurden, sind von sehr, sehr guter Qualität. Also wenn ihr ein Verein seid, eine größere Gruppe von Fahrern, die eben ein Reglement haben, was sie gerne checken wollen, dann solltet ihr euch dieses Gerät zulegen und ihr werdet damit für lange, lange Zeit sehr, sehr viel Spaß und Freude haben und vor allem maximale Chancengleichheit auf der Rennstrecke für eure Rennserie garantieren. Das war's für heute mit dem Video. Wenn ihr Fragen zum Produkt habt, meldet euch direkt bei Tonisport oder schreibt es hier runter in die Kommentare. Und wenn ihr den YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, solltet ihr das natürlich ebenfalls tun. Klickt auf die Glocke, ihr werdet in Zukunft keinen Tonisport Newsfeed mehr verpassen. Bis dahin viel Spaß mit dem MR33 FDR-Checker und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin macht's gut. Ciao.